Herzlich willkommen zur leistungsbegleitenden Aufgabe, Teilaufgabe 7, Grundlagen BWL und Beschaffungsmanagement aus dem Modul BWL im Wintersemester 2022 bei den Dozenten Jörn Morlüder und Marc-Oliver Würz. Der Inhalt dieser Präsentation ist natürlich die Aufgabenstellung, dann das Beschaffungsmanagement, worum es geht, die optimale Bestellmenge, gefolgt von der ABC-Analyse und im Fazit der kleine Zusammenhang dieser beiden Methoden. Unter sechstens ist dann die Literatur zu finden, die ich für diesen Vortrag verwendet habe. Die Aufgabenstellung lautete wie folgt, und zwar: im Rahmen des Beschaffungsmanagements wird die Höhe einer aus Kosten sich optimalen Bestellmenge durch verschiedene Faktoren beeinflusst. A. Stellen Sie diesen Zusammenhang grafisch dar und erläutern Sie ihn. Ein Instrument, welches im Beschaffungsmanagement eingesetzt wird, ist die ABC-Analyse. Was versteht man darunter und weshalb wird sie eingesetzt? Und zum Schluss C. Stellen Sie den Sachverhalt grafisch dar. Das führt zu der folgenden Definition des Beschaffungsmanagements. Im Allgemeinen betrachtet ist das Beschaffungsmanagement ja das Management, was sich darum kümmert, am Anfang des Wertschöpfungsprozesses sämtliche Dinge zu organisieren und für die Produktion heranzuziehen. Das umfasst jetzt die notwendigen Güter auf der einen Seite, Rechte, Dienstleistungen, Informationen, Kapital und Arbeitskräfte, aber auch auf der anderen Seite. Im Zuge dieser Präsentation möchte ich mich allerdings auf die Beschaffung der für die Produktion notwendigen Güter beschränken, was mich zu dem folgenden Satz führt: das Beschaffungsmanagement hinsichtlich der Materialwirtschaft hat die Verantwortlichkeit, die Bereitstellung von für die Produktion notwendigen Gütern sicherzustellen. Zusätzlich soll die Bereitstellung der Materialien wirtschaftlich erfolgen, was die Optimierung betriebsinterner Vorgänge umfasst. Ja, die Optimierung betriebsinterner Vorgänge umfasst natürlich auch die Bestellung meiner für den Prozess benötigten Güter. Hierbei gibt es ein Verfahren oder eine Theorie, eine Anwendung der optimalen Bestellmenge. Aber zuerst, warum ist es überhaupt wichtig, Kenntnis über die optimale Bestellmenge zu erlangen? Wir sprechen hier ja immer von einer wirtschaftlichen Bereitstellung von den für die Produktion relevanten Materialien. Und diese wirtschaftliche Bereitstellung heißt es natürlich zu optimieren. Das bezieht eigentlich auch die Kostenminimierung im Bereich der Materialbeschaffung mit ein. Und diese Kostenminimierung ist natürlich auch abhängig von meiner Bestellmenge. Lässt sich relativ einfach vorstellen, worauf es hier hinausläuft. Also bestelle ich meinen Jahresbedarf einmalig, habe ich natürlich geringe Bestellfixkosten, weil ich nur eine Lieferung bekomme. Es muss nur ein Mitarbeiter einen Vertrag aufsetzen und einmal den Lieferanten kontaktieren. Auf der anderen Seite muss ich mir denn diese Güter aber auch für meinen gesamten Planungszeitraum ins Lager legen, was natürlich hohe Lagerkosten verursacht. Das wäre hier auf der rechten Seite dargestellt. Rote Lagerkosten, hohe Lagerkosten, grüne Bestellkosten. Auf der anderen Seite, auf der linken Seite, könnte man sich vorstellen, man macht jetzt ganz viele kleine Bestellungen von kleinen Mengen meines Gesamtjahresbedarfs. Das treibt natürlich die Bestellfixkosten in die Höhe, denn meine Mitarbeiter müssen sich jetzt vielleicht sogar fiktiv gesehen wöchentlich mit dem Lieferanten in Verbindung setzen. Es wird pro Lieferung trotzdem Kosten entstehen, die sich nachher über den Zeitraum aufsummieren. Und meine Bestellfixkosten sind einfach für diesen geplanten Jahresbedarf wesentlich höher, als wenn ich nur einmal bestellen würde. Ist logisch. Auf der anderen Seite birgt das natürlich den Vorteil, dass meine Lagerkosten auf ein Minimum reduziert werden, weil ich ja fast, es geht so ein bisschen Richtung In-Time-Lieferung. Ich baue keine großen Lagerbestände auf, dadurch, dass ich in regelmäßigen Abständen nachbestelle. Und im Allgemeinen möchte man hier die Bestellmenge so optimieren, dass ich die richtige Menge zu den geringsten Lagerkosten oder verhältnismäßig geringsten Lagerkosten bei den verhältnismäßigen
geringsten Bestellungsfixkosten erhalte. Das ist Sinn und Zweck der optimalen Bestellmenge. Das wurde mathematisch durch eine Formel von Herrn Antler beschrieben. Letztendlich ist es eine Kurvendiskussion, die Gesamtkostenfunktion in der Mitte der Vorlesung oder in der Mitte der Folie. Unter K zusammengefasst ist eine Zusammensetzung einzelner Terme, KB, KL und BK fließen da ein, die jetzt alle unterschiedliche Funktionen sind und auch gegenläufig sind, sodass nachher der Schnittpunkt dieser Unterfunktion KB, KL mir signalisieren, wo der Tiefpunkt der Gesamtkostenfunktion ist. Die Gesamtkostenfunktion abgeleitet und zu 0 gesetzt, nach x umgestellt, ergibt mir dann in der Wurzelgleichung x optimal, Wurzel aus 2 mal Gesamtbedarf mal bestellfixe Kosten durch den Einstandspreis mal die Lagerkosten in Prozent, hier als Dezimalzahl eingesetzt, meine optimale Bestellmenge. Ja, was fließt ein? Ich hatte es gerade schon ein bisschen erwähnt. M ist der Gesamtbedarf für die Betrachtungsperiode. Das heißt, wenn man es auf ein Jahr bezieht, mein Materialbedarf, den ich verbrauche innerhalb dieses Jahres. P, die Einstandspreis pro Menge, einfach Kosten pro Stück. Also was kostet mich mein Blech einzeln? A ist die bestellfixe Kosten. Das heißt, was kostet mich die Lieferung, die Bestellung im Allgemeinen? Die Lagerkosten in Prozent, wie gesagt, in dieser Art der Formel als Dezimalwert einzusetzen, habe ich jetzt 4% Lagerkosten vom Materialwert, dann sind es 0,04, die ich dort einsetzen muss. X ist meine Bestellmenge und K, wie gesagt, das Ergebnis der Gesamtkostenfunktion, die Gesamtkosten der Beschaffung. Die Voraussetzung zur Ermittlung dieser optimalen Bestellmenge und die Verifizierung dieser Formel ist nur gegeben, wenn die folgenden Merkmale zustimmen, was uns natürlich jetzt schon beim Durchgehen darauf schließen lässt, dass dies nur eine Methode zur Orientierung der optimalen Bestellmenge ist, denn wenn ich das jetzt nacheinander durchgehe, Beschaffungsmenge kann in gleich hohe Bestellungen aufgeteilt werden. Das ist, mag vielleicht noch sein, Lagerabgang könnte auch konstant sein. Jahresbedarf ist bekannt und bleibt konstant. Ja, gut, in unserer dynamischen Wirtschaft heutzutage ist das vielleicht nicht unbedingt immer der Fall. Es gibt keine Mindestabnahmemengen vom Lieferanten. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass man das erfüllen kann. Bestellmengen werden ohne Zeitverzug geliefert und da ist jetzt auch schon ein Punkt, der für mich ganz klar sagt, okay, das ist halt eine Theorie. In der heutigen Situation kommt es dann doch immer wieder zu Lagerverzögerungen, gerade wenn man die Corona-Krise in Betracht zieht. Genau, die Einstandspreise bleiben gleich, Preisschwankungen, Mengenrabatte und Transportkosten bleiben unberücksichtigt. Ja, auch eher eine Idealvorstellung, würde ich sagen. Und Lagerraumbeschränkungen liegen nicht vor, kann man natürlich durch irre große Lager erfüllen, aber ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Finanzielle Restriktionen hinsichtlich der Liquidität haben wohl auch irgendwo dann alle Unternehmen, aber ist auch ein sehr ausgedehnter Begriff, also das könnte man vielleicht auch erfüllen. Sind die Voraussetzungen für die optimale Bestellung erfüllt, kann man sich das Ganze anhand der Grafik auf dieser Folie anschauen. Auf der X-Achse abgetragen die Bestellmenge, größer werdend nach rechts und demgegenüber gestellt auf der Y-Achse die Gesamtkosten der Bestellmenge, größer werdend nach oben. Man sieht außerdem die Teilfunktion der Gesamtkostenfunktion. Die Gesamtkostenfunktion ist der oberste Graph, der seinen Extrempunkt, in dem Fall ein Minima, am Punkt der optimalen Bestellmenge aufweist, der mit einer gestrichelten Linie hier bezeichnet oder kenntlich gemacht ist. Die bestellfixen Kosten nehmen mit größer werdender Bestellmenge ab.
Bei kleiner Bestellmenge sind sie natürlich extrem hoch gegenüber den Lagerkosten, die bei einer geringen Bestellmenge klein sind, weil ich wenig einlagern muss und linear wachsen zu einem Punkt, wo ich einen riesen Batzen an Gütern bestelle und den für meine gesamte Prozessperiode einlagern muss. Man kann sich vorstellen, wenn man diese beiden Teilfunktionen in einer Funktion zusammenfasst, dann kommt die Gesamtkostenfunktion dabei raus. Das abgeleitet ergibt dann, wie bereits gesagt, den Punkt der optimalen Bestellmenge x, den man unten auf der x-Achse abtragen kann. Der führt durch den Schnittpunkt der beiden Teilfunktionen, was mathematisch logisch ist. Der Schubkarrenhersteller, ein kleines Beispiel von mir, 10.000 Blechrohlinge pro Jahr als Gesamtjahresbedarf. Dementsprechend wäre das die Variable M. A, die Kosten pro Bestellung dieses Materials liegen bei 500 Euro. Q sind die Lagerkosten in Prozent, das sind in dem Fall jetzt fiktiv 4%. Und P ist der Einstandspreis, das heißt der Preis pro Blech 40 Euro. Setze ich das alles in meine Formel ein, kommen da eine Bestellmenge von 2500 Stück heraus, was mich darauf schließen lässt, dass ich ja, viermal im Jahr bestellen muss. Gut, die Klassifizierung, wie ich solche Güter identifizieren kann, die jetzt eine Betrachtung der optimalen Bestellmenge erfordern, wäre zum Beispiel eine ABC-Analyse. Die hilft mir eigentlich auch in anderen Teilbereichen der BWL und ja, ist letztendlich ein Verfahren zur Klassifizierung zu produktionsrelevanten Gütern nach ihrer Menge und der Wertigkeit. Sie erstellt ein Ranking der Güter, also die Güter werden, die ich zur Produktion benötige, werden in Kategorien eingeteilt, A, B oder C Güter. Und das hilft mir, um meine Materialplanung zum Beispiel ein bisschen besser zu organisieren und zu planen letztendlich. Das heißt, orientiere ich mich an einer bedarfsgesteuerten Planung aus der Produktion. Was habe ich vor zu produzieren? Was werde ich mir dafür anschaffen müssen an Materialien? Oder gucke ich auf eine verbrauchsorientierte Bedarfsplanung aus der Vergangenheit? Was habe ich bisher immer so gebraucht und was werde ich jetzt an Gütermenge für meine Produktion bestellen müssen? Hier zu sehen an die Grafik: A-Güter, meistens Güter, die 80% des Gesamtwertanteils überschreiten oder ausmachen, auf meine Gesamtgütermenge bezogen. Also A-Güter sind Güter mit einem hohen Wertanteil gegenüber einem geringen Mengenanteil. B-Güter, irgendwas dazwischen, relativ ausgeglichener Mengenanteil gegenüber ihrem Wertanteil auf den Gesamtwert meiner Produktionsmaterialien bezogen. Und C-Güter, ganz klassisch zu sehen, sind einfach mengenmäßig der größte Prozentsatz und dafür aber in den Kosten oder in der Wertigkeit dieser Materialien sehr, sehr gering. Also große Massenumsätze beispielsweise, also große Durchlaufartikel. So, das wollte ich sagen. Führt mich hier zu einem Beispiel eines Flugzeugbauers, für den ich eine ja, fiktive ABC-Analyse durchgeführt habe. Dieser Flugzeugbauer, der benötigt eine Materialbeschaffung für sein Endprodukt. Das sind auf der einen Seite die Triebwerke, Aluminiumbleche, Fenster, Nieten und Fahrwerke. Da sind natürlich viele andere Artikel oder viele andere Materialien nicht mit jetzt berücksichtigt, aber es soll ja auch nur ein fiktives Beispiel sein. Man sieht schon, Triebwerke habe ich zwei am Flieger, in diesem Fall mit einem wahnsinnig hohen Einzelkostenpreis. 2,5 Millionen pro Triebwerk ist, glaube ich, nicht unrealistisch, ist in der Realität wahrscheinlich noch viel höher. Und Bleche dann dementsprechend schon ein geringerer Wertposten, aber dafür auch eine höhere Menge an Blechen, die ich für mein Flugzeug benötige. Niete ist das andere Beispiel, das andere Extrem sozusagen, habe ich wahnsinnig viele Stück
also wahnsinnig viele Nieten pro Flieger, die ich verbaue und bei sehr, sehr geringen Kosten. Das kann man dann aufaddieren. Gut, addiert man die gegebenen Werte des Beispiels auf, so kommen wir auf einen Insgesamtverbrauchswert von 6.086.400 Euro. Und da haben natürlich sichtbar die Triebwerke mit ihren 5 Millionen Euro Kosten, die den größten Prozentsatz an dem Gesamtverbrauchswert mit 82,1%. Gefolgt von den Fahrwerken mit 1 Million Kosten pro Stück, 1 Million Gesamtkosten, Entschuldigung, weitere 16,4% des Gesamtverbrauchswerts und die Nieten als einfach Mengenartikel bei geringen Kosten ein Prozentsatz des Gesamtverbrauchswertes von unter 1%, nämlich 0,15%. Mengenmäßig sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Mengenmäßig ist natürlich klassischerweise die Triebwerke auf der unteren Seite, nicht mit nicht mal 1%, also mit einem Tausendstel Prozent hier in dem Fall Anteil an der Gesamtmenge der Artikel oder der beschaffbaren Güter, und die Niete als absoluter Top-Anteil der Gesamtmenge mit ihren 40.000 Stück machen nachher 98,6% der Gesamtmenge aus. Das lässt uns dann die Sachen in folgende Kategorien einteilen. Triebwerke und Fahrwerke wären natürlich irgendwie in den A-Gütern wiederzufinden. Aluminium, Bleche, Fenster haben auch schon einen relativ geringen Mengenanteil. Ist die Frage, ob das noch zu B-Gütern zählen würde. Ich habe es mal so einkategorisiert. Aber was auf jeden Fall ganz klar ist, ist, dass die Nieten in der Kategorie C-Güter wiederzufinden sind. Also eine wahnsinnig große Menge bei einem verhältnismäßig geringen Wertanteil. Was bedeutet das jetzt für uns? Tja, die ABC-Analyse gibt mir natürlich einen Aufschluss über die Wertigkeit bezogen auf die Menge der Güter, die ich für meine Produktion verwende. Das führt mich eigentlich zu der Entscheidung von der Art der Beschaffung. Also macht es Sinn, A-Güter aufs Lager zu legen, oder ist es eher eine Just-in-Time-Lieferung? In dem Fall ist es relativ klar oder eindeutig zu betrachten, dass man aus Grund der gebundenen Liquidität keine A-Güter in Masse im Lager halten könnte. Also das macht einfach keinen Sinn. Denn falls das Produkt nachher keinen Abnehmer findet, habe ich einen Lagerbestand, den ich abschreiben muss. Und das macht einfach verhältnismäßig keinen Sinn. Hingegen aber so C-Güter, die ich im hohen Durchsatz verwende in meiner Produktion, da sollte ich natürlich immer einen Lagerbestand vorhalten, um möglicher Produktionsschwankungen entgegenwirken zu können, wenn mal mehr Bedarf ist und ich dann auf vorhandene Lagermengen zurückgreifen kann. Wie gesagt, hiermit kann ich so ein bisschen die Art der Beschaffung beeinflussen oder einordnen, welche Güter ich wie für die Produktion heranbeschaffen muss. Das resultiert eigentlich in die Optimierung des gebundenen Kapitals der Firma, was wiederum einen Einfluss auf die Liquidität natürlich am Ende des Tages hat. Die optimale Bestellmenge aus meiner Sicht lässt sich hervorragend auf so Güterkategorien wie C-Güter anwenden, vielleicht auch noch B-Güter, weil hier der Trade-off gefunden werden muss zwischen der besten Bestellmenge, die ich immer nachorder, und den damit verbundenen niedrigsten Lagerkosten. Also
Wie bereits vorher erklärt, suche ich ja die geringsten Bestellfixkosten bei der größten Bestellmenge, was dann bedeutet, dass es verhältnismäßig dazu die geringsten Lagerkosten hat. Tja, da hingegen aber zu betrachten ist, dass es wie gesagt eine Theorie ist und aus meiner Sicht nicht alle dafür erforderlichen Kriterien immer erfüllt werden können. Es ist aber letztendlich wahrscheinlich eine gute Methode, an der man sich orientieren kann, wenn man seine Bestellmengen für seinen Gesamtjahresverbrauch abschätzen will. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch das Verfahren der optimalen Bestellmenge und die Verwendung der ABC-Analyse hinsichtlich der Materialbeschaffung ein bisschen näher bringen. Und abschließend meine hierfür verwendeten Quellen nachzulesen in der Literatur oder im Internet oder über die Veranstaltungsmaterialien unserer Dozenten.